Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Secrets of Grindia hier auf dem Könwe-Kanal mit dem Hamburger Jung und dem Sub und diesem schönen Rätsel, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Genau, wir haben nur zurückgesetzt und machen jetzt direkt hinterher dieses Rätsel. Genau. Und ich habe Angst. Das kann ein Weilchen dauern hier. Also den einen haben wir bis hier oben hingeschoben, damit wir den da nach rechts schieben können. Ja. Der eine muss auf jeden Fall hier, wo ich stehe, hin. Der da unten längs. Der muss auf jeden Fall hier hin, damit wir den hier nach rechts schieben können. Den Hasen weggemacht, der nervt. Geht das? Ja, einfach ausblenden. Ah. Also der muss auf jeden Fall hier hin erstmal einmal. Wie ging der Shit? Enter. Ach, nervt die dich jetzt auch? Ich gebe jetzt nach. Die labert echt die ganze Zeit? Ja. Jetzt müssen wir den doch einfach erstmal nur... Und einen nach... Ne, können wir ja nicht nach unten, weil das war ein zu weit. Ja. Warte. So, jetzt schieb den mal raus, den... linken da. Welchen? Den unten. Schieb den nach rechts. Nein, nach rechts. Nochmal. So. Und zack. Jetzt ist der zumindest erstmal. Jetzt müsste man den dann hier runter kriegen. Also da in der Ecke stört er ja eigentlich keinen, ne? Du hängst jetzt nicht da fest, oder? Nee. Vielleicht schaffen wir den hier erstmal ganz weg. Ja, da links unten hin. Ja. So. Ich hoffe mal, den Platz brauchen wir nicht. Ich hoffe es auch. Aber wie kriegt man den denn jetzt dann hier erstmal hier raus? Ich könnte mir vorstellen, dass wir ja den Platz hier nämlich gebrauchen könnten zum Runterschieben dann, ne? Definitiv. So, und hier müssen wir uns vielleicht auch mal eben leer lassen, falls wir irgendwie mal... Definitiv. Den müssen wir, glaube ich, jetzt durchschieben. Unter den. Na komm, wenn wir den jetzt hier einfach so runterschieben, dann können wir den nicht rüberschieben. Sprich, wir müssten den hier eigentlich... Und was ist, wenn wir den jetzt, wo ich vorstehe, ganz nach links schieben? Ja, mach mal. So, jetzt stelle ich mich mal hier hin und schieb den mal zu mir ran. Wir kriegen dann bloß unten ein Problem. Wir können halt noch nicht von oben runterdrücken, ne? Das schon, aber wir können da nicht zurückdrücken. Schieb den mal eins runter, den Schlüsselstein, und dann zu mir rüber. Ja, mach ich. Nee, warte mal. Wir müssten den ja noch... Ja, jetzt... Kann man den aber nur so, jetzt sind die hier links dann im Weg, ne? Ja, aber das können wir ja noch lösen, das Problem. Zumindest den einen. Oh, das bringt uns nicht viel. Das bringt uns gar nichts. Ich glaube, der ist jetzt festgefahren. Der ist definitiv festgefahren. Noch weiter? Noch weiter? So ist das schon mal gar nicht so schlecht, finde ich. Aber wir können den jetzt halt nicht... Aber wir können ihn gar nicht schieben jetzt gerade, ne? Wir müssen ihn irgendwie die Linie hier erstmal... Wir müssen ihn hier runterkommen, dass wir von hier noch schieben können. Aber wie kriegen wir den da runter? Ich glaube, wir haben einfach den falschen Stein benutzt, wenn ich ehrlich bin. Bei den könnten wir jetzt auch... Warte mal. Wir haben den falschen Stein. Bei den können wir jetzt locker da oben reinschieben, so wie die stehen. Machen wir nochmal ganz zurück, oder? Ja. Ja, wir haben einfach den falschen Stein benutzt. Ich glaube, wir kriegen den von da oben gar nicht hin. Lass den doch jetzt erstmal easy da reinschieben, so wie wir ihn gerade eben hatten. Das heißt, der war unten. Den schieben wir komplett nach links. Und den schieben wir da oben rein. Wir können den ja jetzt dann nicht hier rüber schieben. Das funktioniert nicht. Das stimmt. Dann schieben wir den so. So.
So. Gut. So. Jetzt kann der eigentlich... Den wieder nach oben. Ganz nach oben. Schieb den nochmal einen höher, dann drücke ich den dann nochmal... Genau. Nee, warte mal. Wir schieben den einfach mal ganz weg. Da, ja. So, da, hier stürzt keine Sau. Und den schieben wir hinterher. Und den schieben wir da auch. Naja, genau. So, da stürzt auch. Das sollten wir doch jetzt mal hinkriegen, oder? Das ist doch jetzt nicht mehr so schwer. Kind, den können wir auch noch nach oben schieben. Den schieben wir jetzt auch da rein. Genau, ja. Dahin. Also ein bisschen aufräumen hier. Ja, komm, easy. Jetzt können wir ja wohl easy da hinschieben. Den schiebe ich mal hier unten rein. So, so, den so da schieben wir den rechts. Einen rüber, dann wieder runter. Da. Links. So. Easy. Easy! So war das jetzt ganz einfach eigentlich. Echt so. Kinder, was meckert ihr denn immer? In die Linke. Luxuriöses Geschenkband und ein Weihnachtsbaum. Weihnachtsbaum, okay. Okay. Der Weihnachtsbaum ist fürs Haus. Das Geschenkband. Das liebreizendste Geschenkband, was du je gesehen hast. So seidigt und glänzend. Jedes Geschenk wird es lieben. Use Item, Quickslot. Hm. Keine Ahnung, was das... Vielleicht irgendwie, um eine Frau zu kriegen, keine Ahnung. Für ein Haustier oder sowas, keine Ahnung. Finden wir bestimmt noch heraus. Schauen wir mal. Jetzt sind wir zumindest hier erstmal fertig, ne? Ja. Wir müssten jetzt wieder zum... Da rechts war noch eine Höhle. Genau, wir müssten zum Center da oben. Zum Center. Wir sind aber zum Haus erstmal, glaube ich, ne? Besiege den Frostling. Die zwei, jetzt habe ich auch zwei von 0 Truthähnen. Habe ich jetzt den einen Truthahn von verfüttert an meinen Hasen, oder wie? Scheint so. Nice. Ah, wir finden bestimmt noch ein paar Pekos. Ja. Sonst müssen wir halt im Notfall nochmal darüber gehen und dann. In der Tat. Wir haben die Quest ja auch hier bekommen, also sollten wir die auch irgendwo dann hier lösen können. In der Nähe. Eigentlich schon. Aua. Okay, ich habe 6 HP. Sei denn, die wollen dich wirklich einmal überall hinschicken. Ja, aber da waren wir ja schon. Wollen wir mal weitergehen? Ja, ach, da oben ist ja Center, ne? Ne, seine Frau war hier. Ja, aber wir sollten doch erstmal zur Frau, oder? Ja. Lass doch erstmal ins Haus gehen, dann nerven uns die Viecher. Ja, guck mal, da ist nämlich auch ein Ausrufezeichen jetzt. So. Hey, Frau Klaus, du hast nicht zufällig ein wenig Essenz des Frühlings herumliegen, oder? Klar, ich habe Tonnen von dem Zeug. Und weiter? Yay, das ist großartig. Ich bin total ausgebrannt und könnte einen kleinen Aufputscher gebrauchen. Na klar. Ein paar verwöhnte Punks kommen in Santas Haus, um ihn zum Narren zu halten. Die Geschichte habe ich schon mal gehört. Ich würde nie. Halt deine Klappe, Schwester. Mein Mann ist vielleicht leicht zu bequatschen, aber so einfach wirst du meine Speisekammer nicht plündern. Als wenn ich nicht schon genug zu tun hätte. Mein Mann wird vermisst und diese Frostling-Gang treibt in der Spielzeugfabrik ihr Unwesen. Okay, wir helfen ihr und dafür bekommen wir die Essenz. Als lieber schüttet der. Frostlinge? Hey, meine Freunde, hier sind Sammler. Wir könnten euch ganz bestimmt aushelfen. Ist das so? Na gut. Verjagt diese Nervensägen aus meiner Fabrik und ihr bekommt die Essenz des Frühlings. Hutza, gehört? Falls ich hier von einer Quest gehört habe, dann ist das eine. Mit der Gefahr spielt Frau Klaus im nördlichen Season möchte, dass du ein paar Frostlinge, die Ärger in der Spielzeugfabrik machen, vertreibst. Aber jetzt mal ernsthaft, es ist eine Spielzeugfabrik. Wie gefährlich kann das schon sein? Es ist ja nicht so, als würden sie Bomben oder so herstellen. Okay, sie werden Bomben herstellen. Sie werden Bomben herstellen. Und vielleicht ist da auch dieser Anführer, den wir für Center schon besiegen müssen. Ist das nicht euer Freund von den Prüfungen? George, oder wie er genannt wird? Luke. Den hattest du, glaube ich, aber egal. Ja. Wieder einen gefunden. Das ist mein 100. Das bedeutet auf jeden Fall eine Karte. Was? Yo! 2600 Damage. Nichts? Ernsthaft? Wie viele von diesen Dingern muss ich verprügeln, bevor ich eine Karte bekomme? Hey Leute, auch hier, um ein bisschen Winterzeug zu fahren? Jetzt mal. Ärger in der Spielzeugfabrik, hm? Hey, wir haben lange nichts mehr zusammen unternommen. Wie wär's, wenn wir die Spielzeugfabrik zusammen auseinandernehmen? Ey, was wollen wir nehmen? Ich hab's obere genommen. Ich nehme das als ja.
Ich jage seit Stunden Yetis. Frostlinge zerschmettern klingt nach einer netten Pause. Ich gehe voraus. Kommt besser schnell nach, wenn ihr nicht auf die Erfahrung verzichten wollt. Wow. Krach, Schmetter, Zerstör. Euer Kumpel scheint ziemlich lebhaftes Interesse am Zerstören von Dingen zu haben. Nicht, dass ich was dagegen hätte, dass ihr unsere Arbeit für uns erledigt. Verdammt, mit ein bisschen Glück nehmt ihr die ganze Spielzeugfabrik auseinander. Lass uns gehen, Kinder. Ich glaube auch, wir werden den Anführer da finden. Hm. Und ich habe noch ein drittes Leben. Nice. Ich muss erst nach vorne. So. Yo! Okay. Was für ein Hexenwerk ist das? Wie ist diese Tür zugegangen? Bist du doof? Die Tür wird über den Knopf dort drüben kontrolliert und sie haben das Ding, was ihn gedrückt hielt, kaputt gemacht. Echt? Ja, bleib mal da stehen. Hey, es hat funktioniert! Was für ein Zufallstreffer! Wow! Was zum Teufel? Wenn der Knopf unten ist, ist die Tür oben. Wenn der Knopf oben ist, geht die Tür runter. Ich fühl mich gerade wie in der Grundschule, ey. Ich denke, ich verstehe es jetzt. Also gut, Leute, ich bleibe auf dem Knopf stehen und ihr geht durch. Während ihr diese Kerle verfolgt, hacke ich mir einen Weg durch das Zeug, das den linken Ausgang blockiert. Dadurch müssen wir uns nicht darüber streiten, wer mehr von denen fertig gemacht hat. Okay. Okay. Dann durch. Gehen wir mal. Schönes Mal. Der hat eine Zweihandwaffe. Der hat auf jeden Fall eine Zweihandwaffe, der Junge. Ja. Eine Axt. So, gibt's hier irgendwie was? Okay, 25. Ah. Das ist 25 Gegner, oder wie? Wow, wirklich? Ja. Und Bomben! Ja. Geschenkkarton! Karte, ich hab schon wieder eine Karte. Lol, gleich beim ersten Geschenkkarton. Geschenkkarton-Karte, Alter. Und halt gleich beim allerersten, ey. Das kann nicht angehen, oder? Boah, Alter. Da tut mir ein bisschen leid, ne? Fickspiel, ey. Das ist echt so voll das Kackspiel, ey. Können wir so umtauschen, 2 Stunden? Sind wir, glaube ich, schon drüber. Ja, denke ich auch. Oh, Bomben! Bin mal gespannt, ob das wirklich Zufall war oder ob das immer 25 wären. Das würde mich interessieren. Bestimmt immer so. Glaube ich nicht. Geschenkpackung. Ich will mir die Karte angucken. Geht mal weg hier alle. Zuckerstange. Level up. Bombe. Ah, die haben zumindest kein Movement, diese Dinger hier. Hölle. Null. So, ich guck mir jetzt mal die Karte an und Level verteilen. Stimmt, Level haben wir auch wieder. Tue ich mal meinen. Nee, ich tue meinen Helfermann mal verstärken. So. Dann gehen wir hier nochmal aufs Leben. Schon deutlich mehr Leben. Wo waren denn nochmal die? Da waren die Karten. Album. Grüner Schleim. Geist habe ich auch? Stimmt. Ja. Du erhältst bei Händler einen Rabatt von 5% Geschenke. Oh, cool. Ein Geschenk unter dem Tannenbaum mit einem Smiley-Gesicht. Nee, ich hab die Schleimkarte. Boah, das ist echt bitter. Okay. Ich komme gar nicht voran. Okay, das ist gar nicht so einfach, ne? Nicht von dem Gist treffen lassen? Doch, ich werde gerne angegist. Oh Gott! Ja, macht nur 7 Schaden. Kannst du durch, Sub. Kannst du durch. Oh Gott. Kannst du durch, Sub. Kannst du durch. Easy. Easy peasy lemon squeezy. So. Okay, das sieht mir wieder nach Rätsel aus. Und da unten ist auch ein kleines. Noch eine Falle. Wirklich. Ich kann auch keinen klaren Weg hier raus erkennen. Das Puzzle dort muss der Schlüssel sein, aber wir können es nicht erreichen. Was ist das denn einer Falle, wenn man dir nicht entkommen kann?
Amateure. Mann, das hat viel länger gedauert, als ich dachte. Hey, hätte nicht gedacht, dass ich euch so schnell wiederfinden würde. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich mal froh darüber wäre, deine hässliche Visage zu sehen. Siehst du das Puzzle? Löse es netterweise, ja? Och, Kind. Ein Puzzle? Ich weiß nicht, ob ich das hier lösen kann. Alter. Wovon redest du? Das hier ist fast identisch mit deinen Puzzles aus der Prüfung. Ist halt echt so. Ich habe bestanden, indem ich volle Punktzahl in den anderen Prüfungen bekommen habe. Ich habe die Puzzle nicht mal geschafft. Wow. Du, was? Ein blindes Huhn hätte dir das Puzzle lösen können. Wie kann ein Mensch eines von ihnen nicht schaffen? Es ist nicht so, dass ich eines von ihnen nicht geschafft habe. Ich habe keines von ihnen geschafft. Der Blick. Möge die Göttin Gnade mit unseren Seelen haben. Ui, hört doch nicht auf diesen Neinsager Luke. Es reicht mir jetzt mit den Leuten, die anderen sagen, was sie nicht können. Aber ich bin wirklich schlecht bei Puzzles. Nun, dafür bin ich großartig bei Puzzles. Mit meinem Gehirn und deinen Muskeln können wir es leicht lösen. Alter, das ist das leichteste Puzzle auf der Welt. Pokémon-Puzzle, Mann. Ist echt so. Wirklich? In dem Fall könnten wir es sogar schaffen. Luke, hast du nie Pokémon gespielt? Komm hier rüber und hilf mir aus. Boah, Alter. Das kann nicht gut gehen. Beeilt euch, ihr zwei. Ich habe das Gefühl, dass wir gleich das wahre Geheimnis dieses Raumes lüften werden. Yo! Okay, wow. Das ist ja hart. Oh Gott! Okay, also einfach. Oh Kinder, übernehmen. Seid ihr echt zu dumm dafür zum Kacken da unten, oder? Ich würde denen ja gern mal zugucken, aber. Ich guck dem gerade zu. Ey, guck dir das mal an, was die da gemacht haben! Der Luke ist einfach nur kernbehindert, Alter. Wie kann man denn nie Pokémon gespielt haben? Das ist halt echt so. Meint ihr das ernst? Wie dumm können zwei Litte sein? Guck dir das an, Alter! Hey, dieses Puzzle ist praktisch das schwerste, das ich je gesehen habe. Jetzt schieb den einen nach unten, den anderen nach unten. Es ist so simpel. Ich kann mir die Art von Puzzles, die du gesehen haben, musst nicht mal vorstellen, wenn du das hier schwer nennst. Gar keine, okay? Das ist das erste Puzzle, das ich je gesehen habe. Mach mal halblang. Was? Du hast gerade gesagt, dass du... Ach, wie auch immer. Es ist vorbei, Kinder. Wenn wir nicht überrannt oder in Stücke gesprengt werden, verhungern wir eben. Warte, ich glaube, ich verstehe es langsam. Halt nur noch ein bisschen länger aus. Oh Gott. Alter, wie kann man so dumm sein, ey? Jetzt mal ganz ehrlich. Kann man hier nicht... Oh. Wäre doch mal voll clever, hier. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Wo kriegen wir ja Damage? Wow. LP kritisch übrigens. Boah, das ist gar nicht so einfach, ne? Jetzt geht's gerade ganz schön. Alter. Oh, LP kritisch. Nee. Oh, meine Güte. Ist das gelöst? Ich glaube schon. Wir haben es geschafft. Wir sind jetzt ganz offiziell Genie. Yes. Sind wir das? Ich meine, natürlich sind wir das. Hast du gehört, Meckersack? Mhm. Oh nein, sieh nur. Eure Zuckerstangen sind nicht nach unten gefahren. Wie schade. Dann gehen wir mal ohne euch weiter. Dummer Beutel, ich kann zwischen ihnen durchfliegen. Kein Problem. Nein, jemand muss doch Goldblöckchen von Ärger fernhalten. Warum findet ihr beide nicht einen anderen Weg oder so? Hey, das ist gar nicht mal so eine dumme Idee. Also gut, Team Nanima kümmert sich darum. Endlich mal ein paar gute Nachrichten. Lasst uns diese verdammten Frostdinge in die Ecke treiben, Kinder. Oh ja. So. Wir haben die kleinen Nervensägen in die Ecke gedrängt. Lasst uns das schnell, aber schmerzhaft erledigen. Okay. Ja. Sieht so aus, als hätte ich Verliesregel Nummer 6 vergessen. Verhöhne deine Gegner nie, bevor du sie besiegt hast. Nun ja, wenn wir das Nummer 1 Sammler-Team werden wollen, braucht ihr die Übung. Okay. The Enraged Toy Machine. Okay. Spielzeugmaschine. Und die Spielzeugmaschine, die komplett in Rage ist. Können wir, ich denke, wir sollten erstmal die kleinen Frostlinge wegmachen. Ich habe Schuhe bekommen. Ich greife die an. Alter, wie viel.
Wie viel HP hat die denn bitte? Einige, wie es aussieht. Jo! Jo, genau. Ach du Scheiße. Ich hab genau die volle Ladung Bomben bekommen. Oh, sub. Sub, sub, sub! Oh nein. Oh Gott. Komm wieder! Hoch! Das gibt's nicht. Okay, das ist ziemlich blöd, wenn einer von uns hier tot ist. Ja, das ist aber auch echt heavy hier durchzuhalten. Ich muss dieses Geschenk hier erstmal killen. Aua, aua. Jetzt, das eine ist jetzt da ganz hinten. Vielleicht können wir es jetzt schaffen. Jetzt können wir es schaffen. Komm. Jawohl. Ich habe noch 8 HP. Lass mal dieses eine Geschenk überleben, dann spawnen keine neuen. Ja. Könnte durchaus gut möglich sein. Aber das hat ja so viel Leben, ey. Das Ding hat echt ekelhaft viel Leben. Okay, spawnen neue. Jo, und mit Zug jetzt hier auch noch. Ich kümmere mich um die Bots, die kleinen Dinger. Die Admins. Oh, ich bin schon wieder tot. Oh Gott. Alter. Wie soll man den Boss schaffen? Okay, der ist hart. Wie soll das gehen? Konzentriere dich auf das vernichtende Untertan, nicht auf die Maschine selbst. Okay, vielleicht explodiert die irgendwann? Kann sein, dass die irgendwann überladet quasi. Ja, ja, komm, bla bla bla, halte Start. Okay, dann kümmern wir uns um die Kleinen. Ja, greif sie alle an. Vorsicht, Sub. Ach, der Kleine greift die Maschine da hinten an. Alter, die Bomben sind aber auch mies, ey. Ich verliere hier komplett den Überblick. Ja. Und dann noch Fuckzug noch zwischendrin. Ey. Ja. Die Geschenke schlucken ja auch nochmal Bomben. Jetzt. Okay. Tada, hier drüben, hinter der Glasscheibe. Die Kavallerie ist da. Luke, schlag dieses niederträchtige Ding in Stücke. Jawohl, Ma'am. Luke, drück diesen Knopf! Aber sicher doch! Dort steht manuelle Zugüberbrückung. Na, guck mal, wir haben jetzt Schalter. Ich wette, diese Hebel könnten Vorsichtsmaßnahmen für den Fall sein, dass das automatisierte System fehlschlägt. Vielleicht können wir diese Züge umleiten und dieser überdimensionalen Kaffeemaschine einen Löffel ihrer eigenen Medizin geben. Okay, also wir müssen jetzt die Schienen umleiten, damit die. Okay, hab's. Sehr schön. Für den. Oh, wie viel Damage das macht. Jetzt müssen wir die Kleinen erstmal. Müssen wir eigentlich bloß noch überleben. Ah ne, ja. Die haben das wieder verstellt. Ja, ja. Die fahren da jetzt nicht rein. Wir müssen jetzt erstmal wieder eine Phase überleben. Ja. Boah, Alter. EP kritisch. Ey, die droppen auch kein LP-Shit, ey. Ja, das ist mies. So, jetzt komm. Jetzt ist die Frage, von links kommt er. Ja gut, dann ist er wieder bei dir. Da kommt er. Hä? Was? Ach so, okay, diesmal ist es anders. Shit. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Wir haben ihn doch richtig gehabt auf deiner Seite. Dachte ich eigentlich auch, aber anscheinend nicht. Alter, ich bin tot. Du machst das ab. Du machst das. Okay, jetzt.
kommt von rechts. Ja. Ja, alles gut, warte. So. So, ja, jetzt fährt er. Da kommt er hier nirgends rum. Das war nicht. Da ist der. Der wird auch hier rumgefahren. Hier, nein, hier, hier. Nee. Der kam hier nirgends weiter. Da war alles zu. Oh Gott. Au. Boah, ist das, Alter. Eskaliert das hier, ey. Echt. Okay, jetzt ist erstmal wieder. Er kommt von rechts. So, der fährt geradeaus. Dann fährt er da lang. So, er muss jetzt dann so. Fährt er hier, so, hier. So, dann muss er hier runter und der muss noch. Ja. So, ja. Gut, einmal noch. Ach, Alter. Oh, ich bin schon wieder tot. Machst du. LP kritisch. Oh. Du kannst mich echt so wehauen, nice. Sehr schön. Au. Mein Vieh holt immer die Akro von den Dingern. Das ist ganz gut. Das ist echt gut. So, neuer Zug kommt jetzt. So, links. Er fährt da lang, dann so. Dann fährt er hier gerade rüber, dann fährt so er hier runter und so. Das. Ja. Tod! Böse Spielzeugmaschine. Sehr schön. Easy! Na, das nenne ich mal Teamwork. Hoffen wir nur, dass Frau Klaus nicht wütend wird, weil wir tonnenweise von ihrem Zeug stimuliert haben. Gib einfach den Frostling die Schuld. Es ist das perfekte Verbrechen. Mann, ich glaube, ich hatte an diesem Sonntag noch nie so viel Spaß. Lasst uns gehen und noch ein paar Quests finden. Es ist nicht Sonntag. Es ist Montag. Stimmt sogar. Na gut, Montag daneben. Stimmt wirklich. Moment, Montag? Ich sollte mich vor einer Stunde mit Mama und Harry treffen. Wir machen ein anderes Mal wieder was zusammen, ja? Ich muss loszischen. Danke. Wir sehen uns. Oh, Luke ist so süß. Aber ich bin auch froh, wieder mit meinem richtigen Team vereint zu sein. Lasst uns gehen und Frau Klaus die gute Nachricht überbringen. Aber ich würde sagen, das machen wir erst in der nächsten Folge. Wir sehen uns. Bis dann und ciao. Ciao.